Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ein paar kleine Böppel sind noch da von den Borg, aber nicht mehr lange. Willkommen zurück zu Stellar Star Trek mit mir, Dennis, und mit Bernhard. Hallo, Bernhard. Hallo, Dennis. Ja, die Böppel, die müssen weg, oder? Ja. Habe ich mir sagen lassen. So, und jetzt, warte, Böppel. Pause. Okay, doch gerne. Weil meine Flotte kommt ja gerade an hier. Oh ja, jetzt wird's da spannend. Im Dingssystem, wie heißt das noch gleich? Wilber-System. Und dann schauen wir doch mal, was da jetzt geht. Der Wilber? Alle angreifen, alle zusammen. Nein, nicht jetzt irgendwelche Pots, die irgendwie... Oh Mann, wie darf ich mir die... Boah, wie fett das aussieht mit dem Lilanen. Ja. Sieht schon gut aus. Ich habe dich noch nie kämpfen sehen. Ja. Jetzt warum? Weiß ich auch warum. Da wird gerade alles vernichtet. Ja. Ach, Dennis. Ja, damit ist das Let's Play für mich beendet, weil ich kann keine neue Flotte aufbauen. Tja, meine Ressourcen sind alle. Oh, fuck, ey. Ich kann jetzt nur meine 5K Landeflotte noch irgendwo hinschicken. Ich muss mal nach Wilber. Wilber ist jetzt geschwächt. Ja, da muss ich jetzt schnell rein. Das sind nur noch 72k, wenn du die war fast tot, die hat noch 19% Leben. Ja. Also ich hatte sie fast. Das ist, wie ärgerlich das ist. Jetzt war ich so gehypt bei dir, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was bei mir da passiert ist. Das aber weiß ich auch nicht. Lief besser als bei dir. Ja, das ist aber auch nicht schwer. 50k. Das ist aber auch nicht so schwer. Ich habe mir gerade das Chili-Bahn geholt. Dicker Chili. Chiban da unten. Da müsste man jetzt ja nochmal landen, ne? Wäre das nicht irgendwie sinnvoll? Spaceport under attack. Ja, da bin ich gerade. Da bin ich gerade. Da bist du gerade, okay, sonst wäre ich da jetzt runtergeflogen. Aber dann tu du's. So. Ich habe eine 20K-Flotte ist noch übrig. Die haben sich gerettet. Oh, die Föderation sieht anders aus. Endlich? Nee, doch nicht. Sorry, nehme alles zurück. Nein, sieht noch genauso aus wie vorher. Aber die Mailern, so, die Mailern sehen interessant aus. Die gehören irgendwie zur Föderation. Meine Borg-Technologie-Erforschung ist jetzt abgeschlossen, aber das hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Das war halt einfach. Ich habe ja so ein Relikt, dieses Borg-Relikt, ich erforscht, keine Ahnung. Ja. Hat mir jetzt nicht viel gebracht, gefühlt. Im Leben. So. Ja, es hat mich im Leben nicht weitergebracht, muss man einfach so sagen. So, na gut, dann. Gut, Shiban ist unsers, sehr schön, dann. Unser. Wie er sich da plötzlich wieder anschließt. Unser Krieg. Ich kann auch gehen. Ich kann den Krieg auch jetzt hier beenden. Dann bin ich weg. Dann hast du auch meine Transportflotten nicht, wenn du so. Es ist so wie bei der deutschen Fußballnationalelf. Wenn es gut läuft, unsere Mannschaft. Ja, und wenn es scheiße läuft, ach, die Idioten. So ist das doch immer. So, das Wilber, das war gar nicht so stark besetzt, muss ich sagen. Ja, du hattest da jetzt vielleicht auch ein bisschen Glück, dass da schon jemand Vorarbeit geleistet hat. Sich da schon jemand aufgerieben hat. Kannst du mal deine Schiffe da lieber mal rüberschicken zu dem Planetendingsi, dass da irgendwas... Welches Planetendingsi? Na, bombardiert Wilber Jägerrefugium. Ja, das ist Moment, ich habe nur eine Armee. Das stimmt nicht, du hast zwei Flotten. Nee, nicht Armee, Flotten. Du sollst sie bombardieren, du Dödel. Die Armee ja, braucht man ja nicht, die landen ja schon auf dem Wilber-Refugium. Das tut dir nicht mehr Not, lieber Dennis. Na, ich dachte, wenn ich da jetzt. Na gut, ich brauche auch gar nichts mehr machen. Ja, wie du magst. Jetzt ist egal. Ja, nee, jetzt ist auch egal. Weißt du, mach einfach ist alleine. Das Kind in der Brille gefallen. Ich guck einfach zu, was du so machst und wie sich die Galaxie herumfärbt. Genau. Und freue mich daran, dass ich nichts zu tun habe und mich langweile. Oha, guck dir mal Caster an. Ja. Da was ist da? Ist eine ganz kleine Sternenbasis. Die ist wirklich winzig. Das heißt, da also die Borg haben mich, aber die Borg haben keine Ressourcen mehr, glaube ich. Nee, ich glaube auch. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sie da abmagazinieren.
Ich glaube, da ist nichts mehr zu holen. Ja, ich glaube, du hast dir einfach so krass aufgerieben gerade, dass sie... Das wird's gewesen sein, ja. Das wird's aber da unten auch sein. Zum Restrepo zum Beispiel, da ist nichts mehr drinnen. Naja, ich sabotiere sie ja die ganze Zeit, drin. Also keine Ahnung, vielleicht hat das ja auch irgendwas damit zu tun. Vielleicht, ja. Weiß es nicht. Das wobei ist jetzt ja gerade läuft hier angeblich noch die Sabotage von Wilbur, aber ich weiß nicht, warum die noch läuft gegen Borg, weil das gehört denen schon gar nicht mehr. Das ist... Moment, sabotierst du mich? Offensichtlich, ich kann es aber nicht abbrechen. Also. Was? Wolltest du mich verarschen, Borg? Jetzt ist das wieder eine 100K-Station. Da war gerade eine K. Oh, ihr dreckigen Arschlöcher. Okay, das ist aber fies. Okay. Das ist echt gemein. Das ist aber voll gemein, wie ich so ins Messer laufen lasse. Schnell kannst du dich ja gar nicht wieder zurück. Ja, aber jetzt habe ich... Oh Gott, ja, das wird jetzt schwer werden. Boah, ihr Arschlöcher. Ja, jetzt haben sie meine Stadt, meine Dings zerstört. Ja. Oh. Ihr Arschlöcher, alter Borg. Das war ja mal super Timing. Das war echt gemein. Ei, 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 dann heißt es wieder wachsen lassen. Dann lass mal wachsen. Ich lasse auch gerade wachsen, auch wenn es nichts nutzt. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Schiffe baue. Ey, das ist so krass. Ey, ich spiele nie wieder so ein Volk, was nicht kämpfen kann. Das ist so nervig. Das ist Dominion. Du kannst zwar halt dann irgendwie 100k Schiffe haben, die sind aber so stark wie wahrscheinlich von der Föderation 20k oder so. also, weil ja, mit der Föderation in der letzten Staffel bin ich ja viel besser klargekommen gegen die Borg, was irgendwie so die Stärke anging. Ich spiele beim nächsten Mal auch die, wie haben sie geheißen? Monianer. Die waren auch nicht schlecht. Mit ihren Mega-Sternenbasen. War nicht schlecht. Ja, das muss man auch sagen, das ist, macht die Mod echt gut, dass wirklich jedes Volk so ein bisschen unterschiedlich ja? ist. Aber ja, stimmt. Man muss sich dann halt auch darauf einstellen, dass das, was die nicht so gut können, das können die dann halt auch wirklich nicht so gut. Also, die Völker, du kannst halt nicht Diplomatie machen, das kann man halt nicht. Nicht nur 10% schlechter, das ist halt schon ein Unterschied, ne? So, zu anderen Spielen. Hier kann dann so ein Volk, das nicht einfach nur 10% schlechter oder besser als ein anderes Volk ist, kann das dann halt fast gar nicht. Oder wirklich gar nicht. Na. Und wenn man sich darauf nicht einstellen möchte und das dann so versuchen will zu erzwingen, so, ja, ich kämpfe jetzt trotzdem, dann geht das halt nicht. Aber andererseits, gegen die Borg kann ich halt auch nicht Diplomatie anwenden, so richtig. Ja, haben wir es dann bald, bitte. Ich frage mich echt, ob ich gegen die Borg eine Chance hätte, nur mit Sabotage und so. Also, ob ich, wenn ich wirklich alles da drauf werfen würde, ständig nur sie sabotieren würde, ob mir das irgendwas bringen würde. Weil am Ende haben sie ja immer noch ihre Systeme, die verlieren sie ja dadurch nicht. Also, keine Ahnung. Das ist ja dann wirklich nicht möglich mit dem Dominion alleine. Vereinigte Föderation der Planeten hat uns formell angeboten, uns bei der Lösung unseres Streits mit Kravik-Imperium zu helfen. Ja, habt ihr einen Streit tatsächlich? Also. Wir können wieder nur akzeptieren, sie die Meditation machen, wo nichts passiert, oder ablehnen. Natürlich lehnen wir ab. Da passiert dann aber auch nichts. Nee, aber es ist einfach, so so. Weil wir können. So oder so passiert wenig. Because we can. Hm. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt muss ich wieder ordentlich wachsen lassen. Ja, na, ich baue ja auch Schiffe hier die ganze Zeit, aber ich habe ja alle meine Offiziere investiert gehabt in diese Riesenflotte, die ich da hatte, die mir rein gar nichts gebracht hat. Also weiß ich auch nicht, warum ich jetzt weiter Schiffe baue. Kann's auch eigentlich lassen. Und einfach sagen, ach wisst ihr, die Borg sind praktisch vernichtet, ey, ganz ehrlich, jetzt doch nichts mehr. Also die kommen auch nie wieder. Ich meine, die sind ja jetzt in deinem Reich immer so in einzelnen kleinen Böppeln. Also wenn die versuchen würden, dich wieder nochmal anzugreifen. Ja gut, wir können es probieren, aber es wird, glaube ich, nicht von Erfolg gekrönt sein. Sie haben auch gar nicht mehr die Wirtschaft oder die Ressourcen, um noch irgendwas Sinnvolles zu machen. Ja, die sind halt echt klinisch tot. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich mal eine Riesenleistung, dass wir die Borg so dahin gekriegt haben, die Ecke gedrängt haben. Das schafft man, glaube ich, nicht so einfach. War schon nice, ja.
Aber ich mag halt jetzt die letzten Böppel auch noch vernichten, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann. Ich hatte Ehrgeiz gepackt. Dann tu das, du hast noch 20 Minuten. Viel Erfolg. So, immer wenn ich genug Offiziere habe, baue ich wieder ein neues Schiff. Aber wenn gerade so 800 Leute trainiert wurden, dann klicke ich wieder auf das Schlachtschiff. Ja, ihr seid frisch aus der Akademie, ist egal, kommt rauf aufs Schiff. Aber, das ist doch bestimmt eine gefährliche Mission. Nein. Wir kämpfen nur gegen die Borg. Die können doch nichts. Ist er doch. Aber was ist denn mit den anderen 40 Schiffen, die wir da... Nein, also... Wo? Wir haben jetzt Urlaub. Macht euch doch nicht immer so viele Sorgen. Okay, ich bin wieder auf 250k. Gefällt mir besser. Ja, das klingt grundsätzlich ganz gut. We are the Borg, sagt sie. Das weiß ich. Ist mir schon aufgefallen, dass ihr die Borg seid. Nee, habe ich schon gesagt, dass wir die Borg sind. Weiß ich noch nicht. Ist wie so jemand auf der Party, dass ich 10-mal vorstelle und dann denkst du, ja, du warst eh schon hier, aber es scheint dich genauso wenig zu interessieren wie mich. So, das ist, ich kann immer nur eine Sache haben. Entweder ich habe genug Legierungen, um problemlos mir alle Schiffe kaufen zu können, oder genug Offiziere, aber ich kann nie beides haben. Also beides, was ich brauche für Schiffe. Habe ich nämlich gerade wieder super viele Legierungen. Tja, habe ich nur nichts von. Ich kann trotzdem keine Schiffe bauen. Was ist das eigentlich? Kannst du mir erklären, warum das Borg-Kollektiv dann noch so grüne Böppel außen an der Galaxie hat? Nee, das verstehe ich auch nicht. Wo keine Systeme sind. Nee, keine Ahnung. Einfach komisch aus. Das ist einfach... Ja, nee, check ich auch nicht. Das muss ein Bug sein. Da sind sie halt reingekommen in der Galaxie oder so. Sind nicht. Ja, vielleicht genau, das ist der Spawnpunkt. Aber schauen wir mal, vielleicht verschwindet er, wenn wir jetzt gleich in Asbury reinrasen. Genau. Das könnte tatsächlich sein. Asbury. Arschbury. Arschburrito. Und so. Der Dennis guckt zu. Welche Farbe gewinnt? Ja, ich habe jetzt schon wieder 50k hier. Kann ich mit meiner 50k Flotte zugucken. Von außen. Jedes Jahr ladet die Föderation ein anderes Haus ein. Aber es ändert sich ja trotzdem nie irgendwas bei denen. Das ist schon alles sehr komisch. Yay, ich habe mehr Mineralienproduktion erforscht. So, dann gucken wir doch mal, was in Asbury jetzt passiert. Wow. Da explodieren gerade irgendwelche Sachen. Ich dachte auch gerade, der Transportkanal. Da geht irgendwas ab. Sind die geflohen gerade noch? Ja, aber wohin? Sind sie jetzt oben da wieder? In Jung? Das wäre fies, weil das habe ich gerade so gar nicht am Schirm. Nee, da ist auch keiner. Also. Ja, jetzt ist der Purple weg. Okay. Na, siehste. Das ist doch sehr gut. Nice, gegen die Purple. Wir hassen Böppel. What next? Mittag gleich? Ja, machen wir das. Ja, komm. Was wir haben, das haben wir. Eins nach dem anderen jetzt hier. Jetzt Mittag. Ich hab noch so eine 240k Armee circa. Ja, ich flieg mal mit. Hab zwar nur 60,
aber 60 haben oder nicht haben. Ja, dann beanspruchst du das System wieder, wenn du nachher reinfliegst. Meins? Nee, ich komme ja erst deutlich später. Bin ja weiter weg. Da explodiert wieder alles. Ja, guck mal. Ey, du bist so stark. Deine Schiffe sind denen so überlegen. Geht weiter. Das ist so krass. Ja, aber ist doch so. Ich meine, guck dir das mal an. Und wie du aussiehst. Du riechst. Das ist einfach kein Vergleich. So irre, wie viel stärker die Undine sind. Die reine Militärstärke. Ich meine, die können halt sonst nichts. Also, was Wirtschaft sagen. Wir können halt nicht reden. Ja, das ist echt erstaunlich. So, dass man dann bei der Armee aber trotzdem so krass ist. So, dann sind wir im Subtrock-System. Dann noch Subtrock, dann müsste ja der Bubble da hinten auch weg sein. Dann ist eigentlich nur noch Kohl. Sehr und dann können wir uns nach Norden durcharbeiten, Richtung wieder da hinten nach Jung und so. Kohl ist halt mega heftig, wollte ich gerade sagen. Jetzt gerade wieder nicht. Die bauen gerade wieder ab. Dann fliege ich rein und dann... Guten Tag! Ich flieg schon mal nach Nolasco direkt neben Kohl und dann kann ich da auch wenigstens gleichzeitig mit reinfliegen. Mhm. Dann addieren wir wenigstens noch diese, keine Ahnung, diese drei Ameisen, die meine Schiffe offensichtlich nur sind, dann noch dazu. Irgendwas machen. Ameisen. Diese Papierschiffchen, die ich da irgendwie mitschicke. Mhm. Oh, wer die graden jetzt gleich wieder ab auf eine 400k-Basis. Sehr wahrscheinlich. Wir sind rechtzeitig da drinnen. Alles schon vorgekommen. Gibt alles. Die große Verbindung. Es wird wieder Einigkeit hinzugefügt. Ja, toll. Es wird wieder gebadet. Es wird wieder gemeinsam ordentlich geschwubbelt und geschwabbelt. Hast du was gegen meine Kultur? Wieder schwubbeln und schwabbeln. Racist. Ja, gut. Wir sind drinnen im System, bevor das zu einer fetten Basis wird. Yes, sir. Wieder ein System unser. Meins. Cool System? Jo. Sehr gut. It's cool, Mann. Gut, was haben wir denn dann noch? Dann fehlt noch El Auria. El Auria. Das ist ziemlich fett. Ja, auch gerade nicht. Okay. Du, die haben halt einfach keine Ressourcen mehr. Das ist dann wie bei uns. Ja, das dachte ich auch, aber plötzlich kam ja da doch wieder was aus dem Nichts. Ja, dann hatten sie wahrscheinlich da in der Minute dann plötzlich ihren Ressourcenstau da wieder aufgelöst. Hat denen wer was geschenkt? Die Föderation macht wieder Dinge mit dem Borg. Der Unterschied zwischen null Offiziere bei mir und einem Offizier ist ja einfach, meine Schiffe sind doppelt so stark. Also ich meine, es ist halt auch so ein Plop-Plop on-off. Also ist bei denen wahrscheinlich auch so. Wenn die irgendwie nicht genug Energie haben, dann ist wahrscheinlich einfach alles super schwach. Ja, da ist mal wieder ein Jahr rum. Na, wieder irgendein Haus. Wieder irgendein Haus bei der Föderation. Ja, klar, da haben wir wieder was. Haus Mukai. Moment mal, die hat man doch schon. Alles doppelt. Also ich glaube, die Endgame-Krise sind die Romulaner. Also wirklich, die sind so krass. Echt? So stark. Naja, ich hatte ja vorher, als wir das Spiel gestartet haben, gesehen, dass die 1 Million Kampfkraft haben. Hm. Und die, ich sehe da gerade so 200.000er Flotten irgendwie. 54.000, 130.000, sonst was, fliegen da alles rum. Also die sind stärker auf jeden Fall als die Borg an ihrem Höchstzeitpunkt. Zu ihrer Primetime. Ja. Drittes Rakari-Reich hat mir den Krieg erklärt. For real? Mach mal. Ihr Trottel, ey. Ihr Trottel. So, wir sind bei Geilen zu Hause. Ja. Jetzt haben wir El Auria auch noch. Sehr gut. Wie du nachfliegst. Hallo! Ja, ich bombardiere hier schon mal so ein bisschen. Landest du?
Oder soll ich? Darf ich? Darf ich denn? Darf ich auch mal was machen? Oder ist... Wie du magst, du kannst doch gerne... Dann mache ich sag das doch. Was. Dann mache ich das doch. Dann gehört dir der geile Planet. Ich fliege mal zu Final Singularity und akkretiere danach hinten. Wie sie jetzt wirklich mit Gewalt hier in meinen... in meine Stationen hier durchgehen, aber das ist ja, also die Rakari, jetzt wollen die echt nochmal wissen, ja? Wow. Ist ja beeindruckend. Rakari, jetzt bin ich auch mal gespannt, wie stark sind die. Beißen sich aber auch die, nee, die sind nicht so stark. Die sind wo sind die eigentlich? Na, direkt neben mir, die Gelben, meine Nachbarn. Meine einzigen, so richtigen Nachbarn hier. Im Süden. Erbärmlich, okay, ja. Ja, die haben halt 35.000, ist ihre gesamte Flotte zusammengerechnet. Dass die immer noch leben, auch die Oceaner da zum Beispiel. Jetzt beißen sich gleich die Zähne aus an meiner einen Raumstation, die 35.000 hat hier. Die Oceaner könntest du auch locker kriegen. Die haben ja eigentlich nur noch Sternenbasis. Ja, das war halt immer das Problem die ganze Zeit, als ich noch nicht mal so Flotten hatte, die mehr als 50.000 hatten oder sowas. Das war immer, ja, die Sternbasen hatten halt 37 oder so. Dann war es, ja, okay, eine Sternbasis kriege ich und dann ist alles vorbei. Dann ist meine Flotte weg. Toll. Aber das ist ja jetzt, das Problem habe ich ja jetzt nicht mehr. Hä? Wo ist denn, hä? Habe ich nicht gerade meine Landeflotte nach El Aurea geschickt? Oh, die haben. Die sind nicht losgeflogen. Oh Mann, wieder mal das Problem. Ja. Wieder mal die Ladehemmung. Diese ganzen Pop-Ups. Fürchterlich. So, dann gönne ich mir mal Final Singularity. Was ja mal meins war, ist wieder meins. Ja, genau. Ich habe da mittlerweile die Station ordentlich ausgebaut. Also, good for you. Da sind jetzt 4 Werften drin. 4 Werftmodule. Also es sei denn, die haben die nochmal wieder auseinandergebaut, die Borg. Ich sehe. Und dann nur noch jung und nix. Dann sieht's so aus, als wären wir durch mit ihnen. Ja, dann. Das lassen wir uns doch gleich schmecken. Und du musst halt El Aurea jetzt noch einnehmen. Naja, das mache ich ja gerade. Die sind ja jetzt angekommen, nachdem ich jetzt wirklich diesmal losgeschickt habe. Und mich nicht habe ablenken lassen von den Rakari. Ja, geil. Die kämpfen da jetzt. Dann kannst du dich von den Borg verabschieden, Dennis. Wir alle gemeinsam können uns jetzt von dem Borg verabschieden. Es ist nicht mehr viel. Und vom Let's Play. Das Jung-System, genau. Da fliegen wir ein, die letzte mega fette Schlacht. Jetzt zerschellen wir nochmal. Ja, ich glaube auch. Ja, okay, wir sind wirklich zerschellt. Ihr Penner. Ja. Ihr Schweinehunde, ey. Ihr Penner. Mit ihrer 118. Station, ne? Yes. Ach Mann. Alter. Das hätte jetzt aber auch schön ausgehen können, einfach. Mhm. Das ist aber nicht so toll. Das ist ja echt sehr unpraktisch. Naja, dann moderier mal in 5 Minuten nochmal ab. Kann ich sagen. Bau nochmal ein paar Schiffe und dann. Kommst du nochmal rein? Und du? Machst du auch was eigentlich im Krieg? Hallo? Ja, ich belagere El Aurea. Seit wie vielen Jahren? Nein, nee, aber ernsthaft, du bist ja völlig verwöhnt, wenn du auf so einem Planeten landest, dann ist ja in 10 Sekunden vorbei. Bei meinen Truppen dauert halt der Kampf jetzt 5 Minuten oder so. Das ist ja eine richtige Schlacht, die da jetzt eine Weile läuft. Aber die ganze Zeit dieses, ja, wir schaffen das, wir kriegen das gemeinsam hin. Und ich denke mir so, hallo? Er sitzt die ganze Zeit an dem Einheitssystem hier. Ich habe das hauptsächlich gesagt, weil du immer rumzeterst, trotz deiner 500k-Flotten. Schaffen wir das überhaupt? Ich meine, klar, ja, schaffen wir das. Jetzt beschwert er sich, dass ich dich motiviert habe. Also, irgendwie. Dass wir das hinkriegen gemeinsam. Kann dich auch einfach echt nicht. Oh, jetzt ist schon wieder Jahreswechsel. Ja, ey. Was gerade blöd ist, weil ich fliege in den Nebel rein. Alles wegklickern hier. Ja, eine gute Party, das wäre eigentlich perfekt fürs Let's Play-Ende. Ja, genau. Das große Finale. So, in ein paar Tagen ist auch El Aurea erobert, wenn dann die Zeit läuft.
Und dann, was ist jetzt mit den Rakari? Was machen die jetzt? Nichts Sinnvolles. Drei Systeme haben sie erobert. Pfiff. Naja, fliege ich jetzt Freude eh nicht macht. Durch Inknebel? Passt. Wenn es ihnen Freude macht, habe ich denn hier noch irgendwo eine Werft in der Nähe? Mich interessiert das halt so wenig, was die Föderation mit den ganzen Klingonenhäusern macht. Ja, die machen ja, und das ist das, ja auch das verliest am meisten Rechnerleistung. Ja. Die Assimilierung. Triple. Unser Militär, das Dominion, hat das Kollektiv erobert. Das könnte, das wird jetzt aufgehangen. Das steht hier. Ganz fett. So eine Urkunde. Steht hier so. Ich sehe nicht, was du hast. Also ich sehe immer noch den Bubble bei Ella Ori, aber ja. Nö, nee, ist erobert. Nö, nee, bei mir steht doch Borg da. Ja, bei mir nicht. Ja, mir müssen wir mal den Dennis seine rosa-rote Brille uns mal angucken. Ja, hier. Da, guckt. Da ist erobert. Hier, Dominions-Symbol drinne in Lauria im Planeten. Und also, so wenn du auf die Galaxiekarte gehst, das ist immer noch grün. Ja, ne, hä, das haben wir doch schon, das haben wir doch jetzt schon 10 Mal gehabt, Bernhard, also echt. Also ich habe halt den Planeten, du hast die Station, natürlich ist es noch grün. Kann ich die Station abreißen? Klar kannst du die abreißen. Wenn du die erobert hast, müsste es gehen, ja. Spaceport under attack. Ja. Zurückgeben. Ja, aber gebe ich es dann an die Borg zurück? Nee, das wäre das. Also, ich würde es vielleicht erst abreißen, wenn der Krieg vorbei ist. Ja, ist mir doch egal, die Tribble. Tribble. Ich bin doch kein Klingone. Bewohnbarkeit minus. Nahrung minus. Ist mir Lade. Schiffe immer konsequent durch die Systeme fliegen wollen, in denen sie so verlangsamt werden. Aber wirklich. Also möchtest du dich auch noch beteiligen am Krieg, Dennis? Weil dann können wir das noch gleich machen. Aber gemeinsam reinfliegen. Ja, ich komme ja, ich fliege ja jetzt gerade hier nach Norden. Ins Fryer-System über da, so und. Das ist dann schön. Dann haben wir eine finale Schlacht mit beiden. Kann verlieren, da stehen wir doch da. Wahrscheinlich. Es nervt das hier wirklich alle paar Sekunden Spaceport under attack, weil die Rakari da irgendwie eine Station irgendwie einnehmen. Jahreswechsel und gar kein Klingonenhaus am Start. Ja, gehen langsam die Häuser aus den Klingonen. Ich glaube, die haben mehr Häuser, als wir zählen können. Okay, 160k. Ready to roll. Ja, ich bin auch gleich da. Können wir direkt reinfliegen? Ja, passt. Wird gehen. Transportflutti. Ja, ich bin gleich noch 3 Stationen weg. Any second now. Schlacht in Jung. Mal Jung, genau. Hätte man gedacht, wenn, dann irgendwie Unikomplex oder irgendwas, aber Jung. Nee, da haben wir sie schon zu lange draus vertrieben aus ihren Unikomplexen. Die haben sie nicht mehr. Das ist nur noch eine ferne Erinnerung. Wisst ihr, wir hatten früher mal Unikomplexe. Dann sind die Undine gekommen, hat man die nicht mehr. Jetzt heißen die Undine-Komplexe. Jetzt laufen da so Dreibeinige über den Campus. Ja. Seitdem ist der im Basketballteam unschlagbar. Die sind auch viel größer als andere. Stell dir vor, so eine Undine in einem Basketballteam. Einfach einer wird dann klatschen. Verwandelt sich. Körper werfen, kein Problem. Ah, da kommen sie langsam. 60k. So. Ja, es müssen 80 insgesamt. So, genau. Okay, also dann auf geht's. Jetzt fetzt, oder? Ich flieg rein. Klick. 3, 2, 1.
Okay, er fliegt wirklich zuerst rein. Ich habe jetzt extra gewartet. Ja, ich greife ja noch nicht an. Ich bin ja hier außen am Rand des Systems. So, jetzt geht's los. Fight! Und it's the final Battle. Und natürlich ploppen wieder tausend Sachen auf. Das ist so schlecht designt. Ey, tut mir leid, liebe Leute, aber... Ja, wir haben's geschafft. Das ist echt schlecht designt, dass sobald ein Kampf ausbricht, da diese Kapselanzeige immer hier, oh, Rettungskapsel, bla, genau über dem Schlachtgeschehen eingeblendet wird. So, ja, toll. Super. Aber das ist doch in normalen auch so, oder? Nee, also nicht so extrem, dass das da jedes Mal... Absolut nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass das dann nicht genauso schlimm ist. Ja, gut, Borg. Das war's mit euch. Da war auch nicht mehr viel übrig da. Auf Wiedersehen. Moment, wieso haben wir immer noch Krieg? Haben wir Böppel schon übersehen? Vielleicht wegen diesem Aurea-Dingsbums halt. Na, da ist ein Transportkanal noch von dem Borg, aber das kann ja eigentlich auch nicht das sein, was ihn noch am Leben hält. Oder kann man die gar nicht endgültig besiegen? Naja, also, ob es technisch vielleicht nicht geht, weil das Spiel das, das meine ich ja nicht will. Aber ja, also ich werde jetzt mal, ich beende jetzt mal den Krieg mit ihnen. Okay, ja. Dass man jetzt mal nicht die Kapitulation erzwingen kann. Also, das ist auch so absurd. Angebot senden. So, also ich habe jetzt mal meinen Krieg beendet. Noch nicht, aber gleich. Wenn sie es annehmen. Gucken. Ist ja niemand mehr da, der es annehmen könnte. Fürs Erste werden wir das akzeptieren. Sagen sie. Jetzt gehört El-Aurea eigentlich jetzt, mir? Jetzt, ja, jetzt ist genau die Frage. Nee, El-Aurea, der Planet, gehört jetzt wieder dem Borg. Warum auch immer. Es ist null Armeen sind da. Und eben standen da noch 4000 Mann von mir auf dem Planeten. Aber alles Borg jetzt. Yes, das ist die letzte Festung von dem Borg. Okay. Dann machen wir nochmal den Final Countdown. Nochmal ein Final Countdown. Der Final Countdown-Sänger wird auch gerade müde. Wie stark sind die denn, die Armeen? Also theoretisch ist da nichts mehr oben. Ja, da ist nichts. Da ist nichts von wegen stark oder nicht stark. Die sind ja, ich habe sie ja ausgelöscht. Da ist ja niemand mehr. Aber der Planet gehört, also wahrscheinlich, weil da so drei Nano-Probes irgendwie noch rumkriechen oder so. Keine Ahnung, was das soll. Na dann nochmal. Dann fliegen wir da halt nochmal hin. Kann man ja theoretisch auch die Zeit noch ein bisschen schneller laufen lassen. Dass du da schneller hinkommst. Oh je. Sicher, dass du das machen willst? Bei der Serverkapazität? Ja, will ich. El-Aurea, boah, wie geil der aber auch ausschaut. Guck mal auf dem Planeten so, also guck ihn dir mal an im System. Wie grün der dann auch so ist, wie der leuchtet. Ich würde ihn mir gerne angucken, weil ich muss gerade 7 Pop-Ups wegklicken. Ja, okay. Ja, sieht... sieht sehr cool aus. Das sieht halt weil echt, er auch so ein bisschen schokoladig aussieht. Echt geil aus, ja. Und auch wenn man sich dann so die Planetenoberfläche anschaut, mit dem zum Teil schon überzogen von diesem ganzen Borg-Scheiß. Ja. Das ist echt nice. Das fetzt, ja, das fetzt. Das haben die so gut gemacht mit der Mod. Auch bei mir zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob deine Planeten sich auch irgendwie verändern. Ich glaube nicht. Ich bin ja eine normale Gesellschaft so insgesamt. Naja. Ja, die bauen halt Häuser und Städte und so, die überwuchern ja jetzt nicht den Planeten oder. Aber so. Wenn du dir jetzt zum Beispiel bei mir einen Planeten anschaust, dann ist das halt so nice, wie der halt so übersät ist mit Pilzen und sowas. Das, sowas findest du schön, ja. Ja. schau dir mal zum Beispiel Daudel an. Daudel. Das ist zum Teil noch assimiliert, da siehst du noch diese grünen Flecken. Ja. Und dann auf der rechten Seite kommen von mir die Pilze. Darf ich mir nicht angucken. Schade. Okay. Ich sag nein.
So, jetzt haben wir doch aber wirklich alles. Also, wir ja, haben theoretisch keine, ja. Also ich keine Ahnung, warum da noch... Wir haben eine finale Erklärung bekommen. So die Borg sind jetzt vernichtet. Danke, dass ihr das getan habt. Für die gesamte Galaxie habt ihr diese Gefahr gebannt. Oh, Moment, Moment, Moment. Was? Wenn man die Borg anklickt, sieht man ja, wird es ja hinzentriert, wo die sind. Und die sind angeblich noch in Kobali Prime. Was? Obwohl das mir gehört? Aber warum? Egal, ich flieg da mal hin. Das ist so, hä? Die switchen jetzt die ganze Zeit System. Jetzt sind wir da. Ja, die verstecken sich halt, die. Und dann müsste da ja, dann dürfte ja gar nicht eingefärbt sein eigentlich. Weiß ja, also nicht. Das ist dann irgendwie jetzt. Es wirkt alles nicht mehr so, als langsam, würde es ja. Alles richtig funktionieren. Müssen wir echt zum Ende kommen. Es wirkt alles bevor sich das alles von selber zerstört. Jetzt haben mich auch die oceanischen Jäger noch angegriffen. Die kleinen Pisser da, ey. Was führst du jetzt zwei Kriege? Ja, ja. Naja, ich kenn's mich doch. Immer im Kriege führen. So. Okay, what the fuck? Guck dir mal die Föderation an. Okay, GG. Wow. Okay. Okay, das waren die Tellarianer, oder wer da mal war. Die sind jetzt beigetreten, würde ich mal sagen. Oh, krass. Die Föderation sieht jetzt wieder, da sind Menschen wieder an. wieder am Start. Was tut sich denn da alles? Mal. Und die Borg gehen endlich mal drauf, vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht ist das Jahr 2434 ein magisches? Das magische Jahr, in dem die Borg vernichtet wurden. Aber da ist doch gar nichts mehr in den Kobali-Ding, also. Das Ende des Kollektivs. Das Borg-Kollektiv wurde zerstört und mit ihrem Untergang wurde die Galaxie sicherer. Die Ruinen und Schiffe vom Borg-Kollektiv zu durchsuchen wird Monate in Anspruch nehmen. Doch die Möglichkeit, Technologie zu finden, ist groß. Eine von vier Optionen wird sich ereignen. 25% Wahrscheinlichkeit von neue Technologie, Transwarp, bla bla. Okay. Okay. Ja. Okay. Nehme ich. Ja, geil. Ich verstehe aber nicht, warum wir immer noch im Krieg sind. Das ist unverständlich. Ich aber kann die Borg nicht mehr anklicken. Haben sie besiegt. Ich bin noch im Krieg mit Borg Assimilation Cube, also. Die Borg sind naja, weg, aber da Assimilation. Eine Sondergeschichte irgendwie noch sein. Ist doch da. Dieser eine Kubus, den man dann später noch irgendwo in Jupiter in den Wolken findet oder so. Ja, vor allem wie geil das ist. Ich kann halt nichts mehr machen mit ihnen. Ich kann kein Friedensangebot oder so schicken. Das heißt, der Krieg geht jetzt einfach forever. Forever and ever. Naja. Ja, nice. So. Ja, nice. Geschafft. So, das ist doch mal schön, lieben. Oder? Jetzt auf die Galaxiekarte zu schauen. Oh, jetzt sind da zwar so ein paar lila Pöppel in meinem System, aber. Ja, die kannst du ja alle haben. Also, aber ansonsten sieht das schon sie dir sehr, einfach sehr gut aus. Übergeben, wenn das gehen würde, wenn wir reden können. Inge geht ja nicht. Also. Und die Grafik in der Mitte denken sich auch so: okay, nicht bewegen. Nicht, vielleicht haben sie verkackt, vielleicht dass wir da sind. Ihnen gar nicht auf, dass wir da sind. Na, mit etwas Glück konzentrierst du dich ja jetzt sozusagen in der fiktionalen Weiterführung dieses Let's Plays auf die Föderation, die jetzt ja sich da so anschickt, uns zu ärgern oder dich zu ärgern. Und ich Kravik, die lachen. Romulaner oder so. Die Kravik freuen sich. Die sind am Ende das einzige kleine Reich, was es noch gibt, neben den beiden großen rechts und links. Wie die dreckigen Beiner, die bei dir waren im letzten Mal. Das ist Beiner. Schade, dass es die nicht gab diesmal. Ja, ob die, das so irgendwie zufällig gerechnet wird? Kann auch sein, dass die einfach in der Zeit, wo wir noch nicht den Alpha- und Beta-Quadrant sehen konnten, dass die da schon irgendwie klein beigegeben haben. Vernichtet wurden. So ganz früh. Aber das ist halt auch nice, und dass es immer anders, irgendwie immer andere Konstellationen gibt. Von Völkern, die überleben und die sich niederlassen. Muss man echt sehen, wie das dann ist mit Star Trek Infinite, wenn das dann gar nicht so viel Variation hat. So potenziell, wir wissen es ja noch nicht genau, aber es wirkt ja jetzt erstmal alles ein bisschen kleiner und eingedampfter. Müssen wir mal schauen, wie das dann da läuft. Oh, ja, ich bin mal wieder in so eine Anomalie reingeflogen, wo alle ganz langsam fliegen. Ach toll. Naja, egal. Wir sind ja eh fertig. Sollen wir noch speichern? So, liebe Leute.
Ach, speichern wir noch an der Stelle vielleicht? Ich speichere auch. Ansonsten würde ich einfach mal fragen, wie hat es euch denn gefallen? Ich meine, ich hoffe gut, ihr habt ja bis hierher zugeschaut. Sollen wir weitermachen? Sollen wir doch die Romulaner die Föderation vernichten? Wir sind hier ganz alleine, nur noch wir beiden. Kann auch sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt uns das gerne. Da freuen wir uns drüber und auch über jeden Like natürlich auch. Und ja, ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr eigentlich gerne sehen würdet bei zukünftigen Let's Plays von uns vielleicht, wenn wir das zusammenspielen. Würdet ihr euch denn über ein gemeinsames Star Trek Infinite Let's Play freuen? Wir haben ja auch immer noch die Idee, mal RimWorld zusammen zu spielen mit der Mehrspieler-Mod. Das wird toll. Und uns Star Trek. Gibt's da ja auch eine Mod, also das könnte man ja auch mal machen. Woran habt ihr Interesse? Habt ihr irgendwas Bock? Oh Gott, oder Dennis, sagt ihr, bleibt mir bloß weg. Entschuldigung, aber die Kesinti sind zurück. Oh Gott, die Kesinti. Alter Vater. Die sind jetzt bei den Tolianern, die Chefs. Okay. Na gut. Achso, ein Tolianer hier unten. Ja. Naja. Die Eidolke sind dies. Ist bei mir ein Tolianer. Auf Valenti? Valenti, ja. Okay. Das muss ich mir jetzt noch angucken. Valenti? Ganz im Westen. In der Ecke. Ja, ja, ja. Ja, komisch, ne? Warum die da jetzt die Kasinti sind und bei den anderen... Na gut, egal. Wo war ich? Ach ja. Und die Gorn? Hast du, weißt du, dass es Gorn gibt? Wahrscheinlich ja, oder? Ja. Die sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich sehe auch jetzt zum ersten Mal, dass die Ikonianer jetzt rosa sind da in der Mitte. Die hatten vorher bei mir keine Farbe. Mhm. Naja, haben bei mir auch noch keine Farbe. So viele Veränderungen. Aber ja, das ist auch noch ganz nice. Finde ich super, da nochmal so drüber zu schauen, was sich jetzt noch verändert hat, wie die Völker ausschauen. Sorry, dass ich da gerade in die Abmode reingefallen bin. Aber wir machen einfach noch 2 Stunden weiter mit dem Video hier, weißt du? Ich finde das hier mega spannend. So. Aber. Gut, Leute. Ich kann mich nicht trennen. Das war toll. Ich mich schon. Also, Leute. Wir aus, raus. Jetzt an dieser Stelle. Ja, na, es geht ja schon eine Dreiviertelstunde. Wir müssen auch mal Schluss machen. Die Leute werden sonst verwöhnt, wenn sie immer so viel kriegen von uns. Das geht ja auch nicht. Aber ich kann mich doch nicht trennen. Ja, toll, Pech gehabt. Also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Vielleicht ist es Star Trek Infinite, vielleicht etwas anderes. Ihr werdet es sehen. Ciao, ciao. Dann auch von mir vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mega Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es jetzt geworden sind. Um die 50. Was, jenseits der 40, sein. Ja, so ab 50. Schon sehr nice. Und wir haben es halt wirklich geschafft, dass einer quasi den Gamma-Quadranten beherrscht und der andere den Delta-Quadranten. Die Föderation hat den Alpha-Quadranten oder Beta müsste sein. Die Romulaner einfach und haben sich einfach Romulaner und Breen haben den Rest. Die Ferengis gibt's glaube ich gar nicht mehr. Genau, die sind vernichtet worden. Ausgelöscht. Das auch noch. Ja. Ein paar Cardassianer sind noch übrig. Und so sind halt wirklich wenig Völker da dabei. Das ist glaube ich auch ein bisschen der Unterschied zum normalen Stellaris. Da kommen ja immer wieder Völker nach. Aber da nicht. Da wird einfach immer mehr dezimiert. Ja. Konsolidiert. Spannend, spannend. Na gut, liebe Leute, das Jahr 2435, ja, das war das Schicksalsjahr für die Borg. Auch wenn der Krieg doch immer am Laufen ist. Aber das ist vielleicht einfach nur so ein Mahnmal für die Zukunft, dass es da mal Borg gab. Das soll es gewesen sein. Es gab da mal was. Danke euch fürs Zuschauen. Schreibt es mal, wie der Dennis schon gesagt hat, gerne in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat und was ihr zunächst sehen wollt. Wollt ihr eine weitere Staffel sehen? Dann vielleicht mit einem Koop-Feature, das ist jetzt auch neu drinnen, dass man offenbar, weiß nicht, ob wir das in der Folge angesprochen haben, aber es gibt jetzt dieses Koop-Feature und jetzt kann man zu zweit ein Reich steuern. Dann könnte man, einer könnte sich um die ganzen Planetenschüssel kümmern und der andere ums Kriegen. Und ich also einer schon... hat Spaß und der andere darf... Genau, ich wüsste, wer machen. Wer ist. Cool. Naja, schauen wir mal, ob wir das machen. Anyway, danke euch fürs Zuschauen, danke fürs mit dabei sein. Danke an den Dennis fürs Mitmachen an unserem ersten Together. Spaß gemacht. Gerne, gleichfalls. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
Ja, krass. Krass. Hat doch noch geklappt.